Amalia der Niederlande, die Tochter von Königin Maxima und König Willem Alexander der Niederlande, ist nach wie vor im Visier der niederländischen Mafia. Die Folge? Die Studentin wird im Palast ihrer Eltern rund um die Uhr überwacht. Die Königin erklärte dazu gegenüber der niederländischen Nachrichtenagentur ANP, sie kann kaum das Haus verlassen. Die niederländische Polizei ist sich laut Telegraaf.nl sicher, Amalias Leben ist in Gefahr. Hinter den Bedrohungen soll die niederländische Mokromafia stecken, die unter anderem etwas mit dem Mord des Journalisten PT de Vries zu tun haben soll. Jetzt erklärte ein Insider gegenüber der Bild-Zeitung, warum nun auch Amalia auf dem Radar der Mafia gelandet ist. Sie sind gnadenlos und unberechenbar. An der Spitze der gewalttätigen Bande Redouane Tachi. Er soll zwar laut Bild in einem Hochsicherheitstrakt hinter Gittern sitzen, jedoch weiterhin Befehle an andere Mafia-Mitglieder geben. Der Insider spekulierte im Interview mit Bild, warum Tachi ein Auge auf Amalia geworfen haben könnte. Es ist davon auszugehen, dass mit Amalia als Geisel der Mafia-Boss freigepresst werden soll. Ein trauriger Zustand für die junge Königstochter, die sich so auf ein selbstständiges Leben in Amsterdam gefreut hatte. Selbst mit ihren Freunden darf sich Amalia laut Insider-Informationen vorerst nicht mehr treffen. Sie lebt im Palast wie in einem goldenen Käfig.